herzlich willkommen zu einer neuen Nihon-Box. Wir sind im April angekommen, im Juli auch mal schön. Und es ist geil. Hanami extra. Ich erinnere mich noch an die Hanami-Box letztes Jahr. Falls ihr die nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt hier oben hinklicken. Da war super viel Sailor Moon-Scheiß drin. Nach dem zu urteilen, was ich hier sehe, ist auf jeden Fall irgendwas mit Miku drauf. Oh, und eine fette Figur wieder. Was ist es? Es ist auf jeden Fall groß. Ihr dürft nicht gucken. Wir dachten, wir machen mal eine Variation, aber jetzt sehen schon alle, was drin ist. Was ist es? Fate Extra Lost Encore? Habe ich noch nie in meinem Leben von gehört. Okay, sehr populär in Japan. If you still don't know it, you can discover it on Netflix. Okay, das ist auf jeden Fall eine Motivation. Ich werde erstmal die erste Folge gucken und dann entscheiden, ob sie in die Verlosungsbox kommt oder nicht. Aber sie ist auf jeden Fall groß. Sie ist größer als mein Kopf. Sie hat übrigens ein Panty an. Das finde ich gut. Was haben wir noch? Das bedeutet immer irgendein Teller oder irgendwas aus Keramik. Oh, wow. Super schön. Ein Sakura-Schälchen. Ich habe mittlerweile unfassbar viele von diesen Schälchen, weil sie immer nur die Schälchen da reintun. Also, wenn ich irgendwann mal ein Dinner schmeiße für 8 Personen, dann hat auf jeden Fall jeder sein eigenes Sojasoßenschälchen. Aber das hier ist perfekt, weil vor 2 Jahren in Japan habe ich mir ein Teeservice geholt mit 2 Tellern und 2 Tassen. Und jetzt könnte ich da noch Snacks reinmachen. Das passt perfekt dazu. Als nächstes ist es ein Schlüsselanhänger von JoJo's Bizarre Adventure. Okay, da ist es. Eine Freundin von mir hat diese Box nämlich auch abonniert und sie schrieb mir, hast du deine Box schon ausgepackt? Und ich so, nee, habe ich noch nicht. Und dann meinte sie, in dieser Box ist etwas und ich möchte es dir abkaufen. Und ich war nur so, wow, okay, was ist da drin? Und sie ist halt riesen Jojo-Fan. Ich werde es ihr schenken. Aber er ist ziemlich cool. Wäre ich Jojo-Fan, würde ich ihn behalten, weil hinten ist sogar so ein kleines Kissen und ich glaube, es ist dafür da, dass du dein Handy-Display sauber machst. Kishibe Rohan. Okay. Ja, seid ihr Jojo-Fan? Ich habe das Gefühl, diese Serie liebst du oder du hasst sie richtig krass. Also ich habe so die ersten 3 Folgen geguckt und ich bin null reingekommen. Und ich mag ja eigentlich seltsame Sachen, so Pop Team Epic und so, finde ich mega geil. Aber das war mir irgendwie zu crazy. Als nächstes gibt es... Sakura Miku! Softspot bei mir. Okay, sie hatten wohl recht gehabt mit dem, was sie draufgedruckt haben. Es ist ein sehr Miku-reicher Monat, denn ich habe von Sophie auch eine wunderschöne Halloween-Miku-Figur zum Geburtstag bekommen, weil ich geier auf diese ganz große. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die so ein bisschen schwebt mit so 20.000 Kürbissen, aber die kostet irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro oder so. Oh, sie wurde gerade erst in Japan released. Also Special Item. Richtig gut. Und als nächstes haben wir eine Bento-Box. Ich sag ja, die Sakura-Boxen sind immer das Allergeilste. Wenn ihr nicht abonniert habt, dann solltet ihr zumindest immer so März, April abonnieren, weil man immer richtig geilen Scheiß bekommt. Also März, April ist immer King bei Nihon-Box. Ja, es ist eine Bento-Box, sogar mit einer kleinen Gabel. Die. Jetzt müsste ich nur noch Bento machen. Aber ich frage mich natürlich, wie wenig isst du bitte zum Mittag, dass da dein Mittagessen reinpasst? Das ist vielleicht, wenn ich irgendwann mal so eine FDH-Diät mache oder so. Dann kommt das zum Einsatz. Das ist auch immer, wenn auf diesen Packungen steht, ja, die angegebene Portion für ein Serving. Und ich denke mir immer, das ist doch nichts. Davon muss man doch 3 essen. Keine Ahnung, wer das ist. Wir sind schon beim letzten Teil angelangt. Wahrscheinlich, weil die Figur so fett war. Hat nicht mehr reingepasst. Es ist erstmal wunderschön. Und ich glaube, was zu essen. Sakura Kahoru. Crunchy Cherry Blossom Flavored Biscuit. Sehr nice. Ja, ich hoffe, die schmecken gut. Weil manchmal schmecken die Sachen, naja, so semi-gut, ne? Aber Asiaten und Süßigkeiten ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Ist halt heiß dort. Aber das war doch sehr nice. Also heute nicht schlecht. Ich werde auf jeden Fall ein schönes Foto machen, auch wenn die Cherry Blossoms sofort vorbei waren bei uns. Ich habe das Gefühl, die waren nur eine Woche da und dann waren alle wieder weg. Aber irgendwelche Trottel schütteln auch immer an den Bäumen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr eure Kirschblütenschau verbracht habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Bye, bye. Dude.